Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und hier habe ich zwei neue Karten für Montag, den 12. September 2011 und da kommen die Erzengel immer wieder zu Wort. Da kommt zuallererst der Erzengel Jeremiel und er sagt, alles geschieht genau so, wie es geschehen soll, mit versteckten Segnungen, die du bald verstehen wirst. Also mit der Überschrift, alles ist gut, wie schön, wie ich finde, soll heißen, dass die Dinge im Augenblick vielleicht noch völlig anders aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Sprich, es kann sein, oder es ist ziemlich sicher so, die Karte bestätigt das, dass im Augenblick auch Dinge, die vielleicht nicht so toll aussehen oder nicht so toll laufen, in Wahrheit in versteckte einen Segen bereithalten und letztendlich auch ein erhörtes Gebet darstellen. Also wenn jetzt beispielsweise eine Situation nicht so zu eurer Zufriedenheit ist, dann leitet euch das vielleicht an, gewisse Schritte zu unternehmen, um die Situation zu verbessern, die ihr ohne dieses Problem oder ohne die nicht so tolle Situation für euch nie in Angriff nehmen würdet und die dann im Endeffekt euch einen Riesensegen bringt, weil ihr euch endlich mal aus irgendeiner Komfortzone rausbewegt habt oder irgendwie mal ein Projekt begonnen habt oder einfach wirklich mal eine Entscheidung getroffen habt oder was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das hält einfach ganz, ganz viel Tolles bereit. Seid euch einfach nur sicher. Momentan stehen die Dinge so, dass ihr zu Dingen angeleitet seid, oder wie auch immer bereit seid, eventuell eher als sonst, wenn die Situation eben nicht so wäre. Und das bringt euch großen Segen. Also seid euch dessen einfach nur mal sicher, das sagt euch der Jeremiel. Wunderbar dazu passend ist die Karte auf der rechten Seite, der Frieden mit dem Erzengel Samuel. Frieden resultiert aus der Erinnerung daran, dass nur die Liebe real ist. Und ich habe gerade schon gesagt, also wenn die Situation, in der ihr euch gerade befindet, vielleicht nicht ganz so toll ist und vielleicht irgendwie ein bisschen Haken und Ösen hat und nicht so ganz rund läuft und eventuell der ein oder andere Mitmensch eurer Meinung nach irgendwie ein bisschen Schuld trägt dran oder vielleicht sich euch gegenüber nicht so verhält, wie ihr das wollt oder einfach die Situation nicht so ist, wie ihr es wollt, dann erinnert euch immer daran, dass ihr tatsächlich all den Mitmenschen oder allen beteiligten Menschen und natürlich zuallererst euch selbst ganz, ganz viel positive Einstellung entgegenbringt. Sprich, ihr seht in euch und in allen anderen Beteiligten das absolut Beste. Und damit schafft ihr es, einfach die Situation zu heilen. Und euch Situationen dann eben dadurch anzuziehen und Reaktionen eben auch von euren Mitmenschen, mit denen ihr vielleicht so gar nicht gerechnet hättet, weil ihr vorher, als ihr eben noch nicht dieses Positive in jedem gesehen habt, negative Erwartungen hattet und die dann sozusagen von euren Mitmenschen einfach nur bestätigt werden mussten, weil das Gesetz eben so ist. Was ich erwarte, was ich denke, was ich fühle, das ziehe ich einfach nur mal an. Und wenn ihr das jetzt einfach changed, also ändert und schlicht und ergreifend sagt, okay, ich gehe die Sache jetzt mal völlig anders an und sehe jetzt einfach in jedem das absolut Beste und wenn ihr da nichts sehen könnt, dann gebt euch einfach Mühe, trotzdem das Gute zu sehen, denn in jedem Menschen ist irgendwas Gutes, definitiv, da gibt es keine Ausnahme. Sucht's, findet's, fokussiert euch drauf und ihr werdet sehen, dass die Situationen sich Stück für Stück in positive Richtungen verändern, dass sie heilen, dass ihr selber heilt, weil in dem Moment, wo ihr einfach wirklich liebevolle Gedanken habt, bringt das in euch selber einfach auch viel in Heilung. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade sehen könnt, es fliegt gerade da immer so eine kleine Fliege vor den Karten rum, ganz penetrant. Ich muss wirklich lachen, weil diese Fliegen sollen letztendlich für Gedankenkontrolle stehen. Also auch die Fliege mischt sich noch munter ein und gibt noch den kleinen Tipp, hallo, guckt mal bitte, was ihr denkt.
im Speziellen über euch und natürlich auch über alle anderen. Und die Friedenstaube, die da zu sehen ist in dem Bild auf der rechten Seite, bestätigt das natürlich auch alles nochmal. Also bitte achtet definitiv auf die positiven und guten Seiten und nehmt euch da mal selber beiseite, gönnt euch da mal wirklich eine Auszeit, um euch wirklich drauf zu konzentrieren und euch vorzubereiten, wenn ihr beispielsweise wichtige Gespräche habt oder einfach euch da gewisse Ziele gesetzt habt, dann setzt euch einfach vorher hin, bringt euch einfach wirklich in diesen inneren Frieden, indem ihr da wirklich sehr, sehr positive Dinge, Aspekte auspackt. Und in dem Moment schwingt ihr anders und stellt sozusagen dann schon die Ereignisse in dem Moment um, indem ihr sie mit euren Gedanken sozusagen veredelt und verbessert. Lasst euch das wirklich mal durch den Kopf gehen und durchs Herz vor allem. Und somit wünsche ich euch natürlich für den heutigen Wochenanfang und Ferienschluss sozusagen ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!